Sehr geehrte Patienten, sehr geehrte Angehörige, ich berichte nun in den folgenden 10 Minuten über das Niedrigrisikoprostatakarzinom, was es genau ist und welche Behandlungsoptionen bestehen und ob man es überhaupt behandeln muss in allen Fällen. Im Grunde genommen ist das Niedrigrisikoprostatakarzinom ein Gleason-Score 3 plus 3, PSA unter 10 Nanogramm pro Milliliter, muss überhaupt behandelt werden. Nicht immer, und wenn ja, welche Optionen gibt es? Theoretisch gibt es alle nach Abwägung onkologischer Kontrolle und Funktionserhalt. Mein Kollege Dr. Isbahn wird im Folgenden über das Mittel- und Hochrisikoprostatakarzinom sprechen. Ich spreche jetzt über das Niedrigrisikoprostatakarzinom, habe allerdings eine kleine Erweiterung. Ich rutsche so ein bisschen in das niedrigvolumige, nicht so ganz aggressive mittlere Prostatakarzinom-Geschehen ebenfalls hinein. Das heißt, Gleason-Score maximal kleiner gleich 3 plus 4 PSA unter 15 Nanogramm pro Milliliter. Warum ich das tue, werde ich im Verlauf dann näher erläutern. Generell ist es so, dass dieses Niedrigrisikoprostatakarzinom aktiv beobachtet werden kann. Je aggressiver ein Tumor wird, desto mehr würde man in eine Richtung Therapie gehen. Und bei diesem niedrig-mittleren Prostatakarzinom würde man dann eher eine Therapie wählen oder das Prostatakarzinom einfach anbehandeln. Das ist der Grund, warum ich das mit hinzugezogen habe. Alle Therapieoptionen sind theoretisch beim Niedrigrisikoprostatakarzinom möglich. Die aktive Beobachtung, die fokale Therapie, die LDR-Brachytherapie, sogar die Prostatektomie oder auch eine konventionelle Bestrahlung. All das kann man machen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, oder besser gesagt die Antwort, je weniger wir behandeln, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit der funktionellen Unversehrtheit. Auf der anderen Seite, je mehr wir behandeln, desto größer ist die onkologische Sicherheit. Wir können, wenn wir aktiv beobachten, unter Kontrolle schauen, wie der Tumor sich verhält. Bleibt er so, wie er ist? Dann können wir so weitermachen. Sollte etwas passieren, haben wir auch wieder ganz viele Optionen. Wir können eine fokale Therapie machen, wir können radikal prostatektomieren oder bestrahlen. Bei der fokalen Therapie ist es ähnlich. Wir kontrollieren, ob der Tumor verschwunden ist oder wie ihn kontrolliert haben. Wenn dort wieder Tumor auftaucht, kann man nochmal die fokale Therapie machen oder aber dann ebenfalls prostatektomieren oder bestrahlen. Wählt man von Anfang an eine LDR-Brachytherapie und man hat dann ein sogenanntes Rezidiv, also ein wiederkehrendes Tumors, dann kann man theoretisch auch noch operieren. Also kurzum, viele Methoden lassen weitere Therapien zu, können aber die operative Situation manchmal erschweren. Das ist kein Muss, aber es kann sein. Die aktive Beobachtung und die fokale Therapie, da man nicht die gesamte Drüse behandelt, muss sehr sorgfältig nachkontrolliert werden, das muss man wissen. Ich bin auch der Meinung, dass der Begriff radikale Prostatektomie zum Beispiel nicht mehr Stand der Dinge ist, denn wir gehen sehr schonend vor und deswegen unterscheide ich bei diesen Therapieformen zwischen Ganzdrüsentherapie und bei der fokalen Therapie zu einer Teilbehandlung der Prostata. Ganz kurz nochmal zur Diagnostik des Prostatakarzinoms. Das Prostatakarzinom ist häufig multifokal und heterogen. Und das ist der Grund, egal welche Methode man wählt, ob aktive Beobachtung oder fokale Therapie, dass man eine Bestätigungsbiopsie macht, dass man schaut, ist es wirklich nur so wenig Tumor, ist die Aggressivität auch tatsächlich so niedrig. Und das Ganze in Kombination mit einem multiparametrischen MRT, um eventuell dann auch Tumorherde zu sehen, die man in der Biopsie oder bei der Biopsie nicht entdeckt hat. Die aktive Beobachtung, dazu komme ich jetzt ganz kurz zur S3-Leitlinie. Dort wird geraten, dass man Patienten mit einem Niedrigrisikoprostatakarzinom natürlich über alle Therapieoptionen aufklären sollte, aber auch über die Möglichkeit der aktiven Beobachtung. Einzubeziehen sind Patienten, die nicht mehr als zwei Stanzen Gleason 3 plus 3 haben, der PSA unter 10 Nanogramm pro Milliliter. Im Verlauf wird dann regelmäßig, relativ häufig am Anfang, ein Tastbefund gemacht. Es wird im Verlauf eine Rebiopsie gemacht. Die Bestätigungsbiopsie hatte ich angesprochen, die brauchen wir, um zu sehen, passt der Patient überhaupt hinein. Und dann wird relativ häufig biopsiert, in den ersten 3 Jahren am häufigsten, und dann wird der PSA weiter kontrolliert. Sollte es zu einem Fortschreiten der Erkrankung kommen, dann wird die aktive Beobachtung beendet und dann kann man eben, wie vorhin schon gezeigt, auf andere Therapieformen übergehen. Die Einschlusskriterien sind nicht ganz einheitlich international. So gibt es Arbeitsgruppen, die sagen, PSA bis 20 wäre in Ordnung oder auch ein Gleason 3 plus 4 Tumor.
Wir sind da sehr strikt, halten uns an die Prias-Kriterien. Und das sind eben Gleason 6 in 2 bis 3 Stanzen, etwas erweitert mit weniger als 50% Tumoranteil, PSA unter 10. Die Ergebnisse hinsichtlich des krebsspezifischen Überlebens sind in vielen Studien bei 98 bis 100%. Man muss aber sagen, dass die meisten Studien ein schlechtes Follow-up haben. Das heißt nicht schlecht im Sinne von nicht gut durchgeführt, aber es ist sehr kurzfristig im Median nur bei 46,5 Monaten, sodass diese Aussagen langfristig noch nicht getroffen werden können. Und was ganz wichtig ist, ein Drittel der Patienten, die aktiv beobachtet werden, brauchen im Verlauf, weil sie einen Progress haben des Tumorgeschehens, eine radikale oder besser gesagt eine Ganzdrüsentherapie. Dann komme ich jetzt zur LDR-Brachytherapie. Das ist eine Therapieform, die man in Kurznarkose macht. Über das Perineum wird, also transperineal, werden Nadeln eingeführt. Sie sehen das rechts im Bild, über ein sogenanntes Grid-Ultraschall gesteuert. Diese Nadeln, die sogenannten Seeds, die verbleiben in der Prostata und geben ihre Energie, die Bestrahlungsenergie, dann innerhalb der Prostata ab. Die S3-Leitlinie sieht vor, dass man Patienten mit einer Niedrigrisikoklassifikation, das heißt Gleason 3 plus 3, PSA unter 10, dort damit behandeln kann. Bezüglich eines aggressiveren Tumorgeschehens, da ist man sich etwas uneinig und sagt, es gibt keine direkte Empfehlung für Karzinome, die aggressiver sind als die erstgenannten. Zu den Publikationen habe ich eine rausgesucht, das ist bei Patienten das Long-Term Outcome, also der zeitliche Verlauf bei Patienten jünger als 60 Jahre. Und da sieht man eine Tumorfreiheit von 95 bis 97% nach 17 Jahren in dieser Patientenkohorte. Bei 96% gab es keine nennenswerten Nebenwirkungen. Sie sehen unten in dem Bild für den Gleason Score 6 eben ein sehr gutes Tumoransprechen. Für den Gleason Score größer 6 gibt es dann keine ganz so guten Ergebnisse. Nun komme ich zur fokalen Therapie, wie angedeutet. Die fokale Therapie ist eine Teilbehandlung der Prostata. Sie sollte gemäß der S3-Leitlinie nur im Rahmen von Studien durchgeführt werden. Und wir in der Martini-Klinik machen das in einer Verlaufsbeobachtung für die HIFU-Therapie. Oder wenn wir beidseitig Tumor behandeln, was relativ neu und tatsächlich experimentell ist, bei der sogenannten Ad-Registry-Studie werden Patienten eingeschlossen. Man kann einen Tumorfokus behandeln, man kann eine halbe Seite behandeln oder man kann zonal arbeiten. Das wäre dann zum Beispiel beidseitig mit einem Hockeystick, so nennt sich das. Das heißt, die eine Seite der Prostata und man geht dann noch ein Stück weiter rüber. Und generell haben wir für die fokale Therapie einen Konsensus getroffen. Ich war unter anderem für die Martini-Klinik stellvertretend auch bei dieser Konsensuskonferenz dabei. Ich muss sagen, es ist ohne Evidenz. Denn nichtsdestotrotz wird festgelegt, wen darf man einschließen, unilaterale Tumore, also nur auf einer Seite der Prostata, Gleason Score, kleiner gleich 3 plus 4. Jetzt sehen Sie, warum ich am Anfangs die Gruppe etwas erweitert habe, von der Niedrigrisikogruppe in das niedrig-mittlere Risiko hinein. Der PSA, kleiner gleich 15 Nanogramm pro Milliliter. Und wie gesagt, im Rahmen der Profocus-Studie auch beidseitiger Tumor möglich. Sie sehen hier oben, das ist die HIFU-Therapie, die wird in Narkose gemacht. Man führt einen transrektalen Ultraschallkopf hinein. Man misst die Prostata dreidimensional aus. Dann legt man das Behandlungsareal fest und begleitet dann die Maschine, den hochfrequenten Ultraschall, bei der Behandlung und kann jederzeit eingreifen. Und Sie sehen dann rechts im Bild oben eine richtige Hülle. Das ist ein avaskuläres Gewebe, also abgestorbenes Gewebe durch diese HIFU-Behandlung. Ähnlich wie bei der Brachytherapie kann man nun auch die photodynamische Therapie durchführen. Das ist die zweite fokale Therapieform, die wir hier anbieten in der Martini-Klinik. Dort werden Nadeln hineingesetzt in die Prostata, ins Behandlungsareal, meistens auf die halbe Seite der Prostata komplett. Und über die Nadel wird ein Licht abgegeben mit einer bestimmten Wellenlänge. Vorher wird eine Substanz gegeben, systemisch, die im ganzen Körper vorhanden ist, aber nur dort, wo das Licht auf diese Substanz trifft, kommt es zu einer Reaktion, zu einem Gefäßverschluss. Und dann sehen Sie ganz rechts im Bild ein MRT-Bild, wo man ebenfalls keine Durchblutung der Prostata mehr sieht. Wir bieten diese beiden Methoden an, weil es unterschiedliche Indikationen gibt. Bei der HIFU-Methode Gleason 3 plus 4, PSA unter 10. Bei der photodynamischen Therapie
nur Gleason 3 plus 3. Es ist eine zugelassene Methode, weniger als 3 positive Stanzen PSA unter 10. Ganz kurz zu den Ergebnissen. Es gibt eben noch keine onkologischen Langzeitergebnisse und das ist der Grund, warum man das nicht außerhalb von Studien machen sollte. Hier in einer Studie von 111 Patienten, die mittels HIFU behandelt wurden, nach einem Jahr waren 95% ohne Tumornachweis. Und das sogenannte Radical Treatment Free Survival, das heißt, es musste keine weitere Therapie erfolgen, war bei 89%. Es gibt, und das ist der Vorteil, je weniger man behandelt, keine wesentlichen Änderungen der Kontinenz oder der Potenz, zum Beispiel nach HIFU. Bei der photodynamischen Therapie, und das sehen Sie hier, durch Schutzmechanismen kann man auch sehr gezielt vorgehen und auch hier sind die Ergebnisse sehr gut hinsichtlich Kontinenz und Potenz. Da gibt es keine nennenswerten Änderungen. Es gibt sogar eine Verbesserung der Kontinenzsituation im Hinblick auf ein gutes Wasserlassen. Das heißt, der Harnstrahl wird verbessert in vielen Fällen. Und jetzt komme ich auch schon zu den Kernaussagen. Wie anfangs schon erwähnt, wie ist das Niedrigrisikoprostatakarzinom definiert? Gleason Score 3 plus 3, PSA unter 10. Wir haben es etwas erweitert, Gleason 3 plus 4 und PSA unter 15, allerdings nicht ganz so viel Tumorvolumen. Muss überhaupt behandelt werden? Nicht immer. Wenn ja, welche Optionen gibt es? Theoretisch alle. Aktive Beobachtung, fokale Therapie, LDR-Brachytherapie. Das Fazit ist im Grunde genommen, man muss abwägen Funktionserhalt und onkologische Kontrolle. Herzlichen Dank. Im Nachfolgenden kommt jetzt mein Kollege Dr. Isban und übernimmt das mittlere und hoch Risiko Prostatakarzinom.